Wie werden unsere Automaten für ein Doppelgerät konfiguriert? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute im Video, wie ihr euren Lungenautomaten richtig an einer Flasche montiert, wie ihr ihn richtig konfiguriert, damit das Ganze nach dem Türsystem ein stromlinniges Verhalten darstellt, keine Schläuche abstehen, dass das Ganze schön nach unten und streamline montiert ist, sodass ihr auch euren 2,10 Meter Schlauch, den kurzen Schlauch, richtig verwenden könnt, so wie wir es auch in anderen Videos bereits beschrieben haben. Heute geht es einfach nur darum, wie wird ein Automat richtig zusammengebaut, damit das Ganze hier an der Flasche funktioniert. Starten wir auf der rechten Seite, auf der Hauptautomatenseite, wie ihr dort am besten euren Automaten montiert. Als erstes die erste Stufe an der Flasche montieren. Damit sitzt der Automat schon mal richtig und ihr tut euch leichter, wenn ihr die Schläuche jetzt daran befestigen wollt. Aber auch hier schon der erste Hinweis, der Automat soll hier waagrecht liegen, nicht nach unten oder nach oben stehen. So ermöglichen wir uns eine Schlauchführung nach unten, also dass diese Schläuche hier alle nach unten abstehen. Während wenn wir ihn so stehlen würden, dann würden die Automatenschläuche auf der Seite wegkommen und ihr bekommt hier ein relativ wildes Durcheinander an Schläuchen zusammen. Wenn er so liegt, könnt ihr sehr gut das Ventilhandrad erreichen, habt aber hier in der Mitte auch noch genügend Platz, um das Mittelhandrad zu bedienen. Also hier den Automaten waagrecht setzen. Hier unten, wo schon im Prinzip der Hersteller den Hauptautomaten auch vorgesehen hat, entfernen wir nun diesen kleinen Schutzdeckel und positionieren auf der rechten Seite die Longhose. Also hier in diesem Fall einen 2,10er Schlauch, es würde aber natürlich auch der 1,50er gut passen. Ihr schraubt den Schlauch erst einmal handfest hier rein, zieht das Ganze noch einmal mit einem Schraubenschlüssel nach. Sodass der Automat hier gut, sodass der Schlauch hier gut befestigt ist. Das Ganze muss nicht zu fest angezogen werden, aber es soll mit dem Schraubenschlüssel schon eine gewisse Kraft dahinter sein. Aber eben nicht, wie wenn ihr einen Autoreifen montieren wollt. Als zweiten Schlauch hier auf der rechten Seite ist nach dem Türsystem der Wing Inflator vorgesehen, sodass wir den hier auch unten wieder montieren, um nicht nach oben irgendwelche Schläuche abstehend zu haben. Also den zweiten Schlauch montieren wir jetzt hier. Hier muss erst noch der Blindstopfen entfernt werden, weil der Hersteller ja nicht weiß, wie und wo ihr eure Schläuche anschließen wollt. Machen wir hier den Blindstopfen raus. Das könnt ihr natürlich auch schon vorher machen, wenn der Automat hier noch nicht montiert ist. Aber wie gesagt, ihr tut euch relativ leicht. Generell habt ihr hier euren Automaten irgendwo verbaut und ihr seht auch gleich das Ergebnis. Also bauen wir hier den Inflatorschlauch an. Und auch den Inflatorschlauch wieder mit einem Schraubenschlüssel festziehen, sodass auch der hier gut hält. Und schon haben wir die rechte Seite der Flasche konfiguriert. Wir haben hier einmal die Longhose, die nach unten wegläuft, und wir haben den Wing-Inflator-Schlauch, der dann nachher, wenn das Wing montiert ist, hier oben rüberläuft, die richtige Länge hat, um über das Wing zu gehen und hier unten in den Inflator reinzukommen. Als nächstes dann der Backup-Automaten, der auf der linken Körperseite montiert wird. Hier müssen wir etwas mehr bauen bei der DS4, da wir die ja auch wieder so legen wollen, damit wir die gleichen Vorteile haben wie auf der anderen Seite. Also auch wieder hier ganz flache, ganz blattsparende Montage, sodass wir das Handrad wunderbar erreichen können. Und in der Mitte haben wir aber immer noch genügend Platz, um auch das Mittelventil zu erreichen.
Jetzt führt es aber dazu, dass der standardmäßig vorgesehene Abgang nach oben hier nicht mehr der richtige ist. Wir müssen diesen Abgang dann schließen. Das machen wir aber einfach mit Blindstopfen, die uns hier unten überbleiben. Hier als erstes diese Variante, also wir brauchen hier einen Automatenabgang, wenn ihr einen anderen Automaten verwendet, der hier möglichst weit in der Mitte ist, weil wir wollen ja von hier dann nach drüben gehen, um den Backup-Schlauch zu montieren. Also montieren wir hier den Backup-Schlauch, auch wieder als erstes mit einem Imbusschlüssel das Ganze öffnen. Und dann setzen wir hier den Schlauch ein für den Backup-Automaten. Natürlich auch wieder diesen handfest oder mit dem Schraubenschlüssel nochmal nachziehen. Und ihr seht schon, damit bekommen wir hier eine gekreuzte Konfiguration. Diese Seite geht in den Inflator und die andere Seite tragt ihr dann nachher um den Hals und habt so euren Automaten direkt unten am Hals hängen, sodass ihr ihn bequem in den Mund nehmen könnt. Wenn Druck drauf ist, verstellen sich die Automaten auch nicht und bleiben in einer waagrechten Position. Jetzt brauchen wir noch einen Hochdruckabgang. Der ist bei diesem System hier hinten verbaut. Auch hier natürlich erst wieder den Blindstopfen entfernen. Und den Hochdruckschlauch montieren. Und auch den Hochdruckschlauch wieder mit dem Schraubenschlüssel etwas nachziehen. Und damit seht ihr schon, ist auch die linke Automatenseite konfiguriert. Ihr habt also hier jetzt den Backup-Schlauch und hier nach unten den Inflator-Schlauch, den ihr dann oben über das Wing führen könnt oder seitlich am Wing vorbei, je nachdem, wie ihr es gerne legen wollt. Wenn ihr ein Hufeisen-Wing habt, es geht auch die Möglichkeit, dass ihr den Schlauch wirklich hinten entlang führt und das Hufeisen-Wing hört dann ungefähr hier auf dieser Höhe auf, sodass ihr im Prinzip unterm Wing herausschauend noch den Finimeter habt, sodass ihr den auch gut ablesen könnt und der Schlauch natürlich optimal verstaut ist. Bei einem umlaufenden Wing, bei einem Donut-Wing funktioniert das leider nicht, sodass ihr hier den Schlauch oben drüber oder seitlich legen müsst und ihn dann unten wieder einfach am Hüft-D-Ring des Harnesses einhängt. Jetzt brauchen wir aber noch die Unterseite, um das Ganze fertig zu machen. Einmal eben noch den Finimeter. Hier ein Finimeter mit 63 mm. Aus meiner Sicht ist der größere Finimeter immer besser geeignet, um ihn am Hauptgerät zu haben. Ich verwende die kleineren an der Stage, die großen am Hauptautomat. Natürlich kann man aber auch einen kleinen Fini hier am Hauptgerät, am Rückengerät nutzen. Damit dieser Finimeter dicht ist und sich aber trotzdem bewegen und drehen lässt, braucht ihr einen sogenannten Zwiffel. Das ist dieses kleine Zwischenstück, das mit jedem Finimeter mitgeliefert wird. Da steckt ihr hier einfach rein und genauso auf der anderen Seite auf dem Schlauch das Ganze wieder mit der Hand etwas zusammenschrauben und dann mit dem Schraubenschlüssel nochmal festziehen. Das Drehgelenk innen bestimmt dann eben, dass das Ganze dicht ist. Und schon haben wir hier den Automaten auf dieser Seite mit einem Finimeter versorgt. Nach dem Dürrsystem habt ihr ja nur auf der linken Seite einen Finimeter, weil die Brücke beim Tauchen immer offen ist, wenn nicht ein Problem ist. Also in dem Standardtauchvorgang ist das Ventil offen und ihr atmet auf dem Hauptautomaten. Damit reicht es, wenn ihr einen Finimeter habt, weil wenn ihr von Haupt auf Backup wechseln würdet und diesen Automaten abdreht, habt ihr immer noch die Möglichkeit, euren Flaschendruck zu prüfen, wenn ihr auf dem Backup-Automaten seid. Also ein Fini ausreichend, damit weniger Material, das um einen herumhängt und eine ausgeschlossene Fehlerquelle.
im Gegensatz zu dem, wenn man auf beiden Seiten einen Finimeter tauchen würde. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Automaten, aus dem wir atmen können, also die zweite Stufe des Lungenautomatens. Die ist relativ einfach montiert. Hierzu wird einfach der Schlauch hier aufgesetzt, festgezogen. Das Ganze dann mit einem Schraubenschlüssel auch hier wieder leicht fest, dass es nicht von alleine sich öffnen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, den Hauptautomaten nicht mit dem Schraubenschlüssel nochmal festzuziehen. Also im Prinzip, dass ihr sagt, ich schraube das Ganze hier nur fest, mache es gut handfest, aber ich ziehe es nicht mehr nach. Das hätte den Vorteil, dass ihr unter Wasser das Ganze mit der Hand wieder öffnen könnt, mit einem Handschuh wieder öffnen könnt und dann eure Automaten unter Wasser tauschen könntet, also eure zweiten Stufen tauschen könntet. Das hat die Überlegung, dass ihr letztlich an eurem Gerät zwei zweite Stufen habt oder wenn ihr mit Stages unterwegs seid, drei, vier von diesen Stufen. Warum soll ich dann diese funktionierende Stufe nicht nutzen, wenn mir eine andere Stufe kaputt geht? Und dann tut ihr euch natürlich leicht, wenn das hier nicht streng verstraubt ist, dass ihr es einfach wieder öffnen könnt hier mit der Hand. Ihr schraubt das Ganze ab und wechselt unter Wasser eure zweiten Stufen. Das soll jetzt nur ein Hinweis sein, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es im technischen Tauchen eingesetzt wird. Natürlich müssen wir als Händler euch empfehlen, den Automaten zu verschrauben, damit das Ganze auch fest ist und ihr nicht ungewollt einen Automaten unter Wasser verlieren könnt. Also grundsätzlich hier festschrauben. Es gibt auch eine Möglichkeit, das unter Wasser einen Schraubenschlüssel mitzuführen, zum Beispiel mit dem V4TEC WetNote Tool. Das ist genau dafür vorgesehen, dass hier ein Schraubenschlüssel an diesem Tool mit verbaut ist, dass ihr unter Wasser diese Schraube öffnen könnt und somit im Prinzip die gleiche Option habt, wie gerade beschrieben. Ja, das war's dann letztendlich auch schon. Wir haben jetzt auf beiden Seiten einmal den Hauptautomaten montiert, auf der anderen Seite den Backup-Automaten. Wir haben dann noch den Finimeter montiert, sodass ihr nun hier ein komplett konfiguriertes Doppelgerät mit einer optimalen, idealen Schlauchführung seht. Genau so sollte es sein, wenn das System nach dem DIR-System oder nach den Vorstellungen des DIR-Systems konfiguriert wird. Die Schläuche gehen alle nach unten. Wenn hier jetzt noch das Wing mit drauf ist, dann habt ihr hier nichts, was absteht, was irgendwie wegsteht, was euch unter Wasser Probleme machen kann, wenn ihr in der Höhle im Wrack unterwegs seid, dass ihr irgendwo hängen bleibt oder euch künstlich Leinen anfängt. Schaut, dass es mit euren Automaten letztendlich in eine ähnliche Richtung gibt. Es gibt noch Automaten, die haben hier noch einen Abgang. Da kann man sich dann überlegen, ob man das Ganze hier rausführt, den Automaten leicht schräg stellt, damit dieser Weg hier rüber noch ein wenig kürzer ist und dieser Knick hier nicht entsteht. Auch eine schöne Variante, funktioniert allerdings nicht mit allen Automaten. Es gibt von Apex eine Variante, der DST, hier kann man einen fünften Abgang montieren, ist eine Möglichkeit. Es gibt noch andere Abbringer, die das können, also nur um es erwähnt zu haben. Aber mit den meisten Automaten ist eben hier am Kopf keine Konfiguration möglich. Und dann ist es, schaut einfach, dass ihr es möglichst nah so hinbekommt, wie hier mit der DS4 von Apex, mit der wirklich eine tolle Schlauchführung möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Ihr findet natürlich zu den gezeigten Produkten hier einen Link unten in der Infobox. Über Abonnenten freuen wir uns immer, die wir sofort informieren können, wenn wir ein neues Video rausbringen, wenn wir ein neues Video online bringen, rund um das Thema Tech-Tauchen, Höhlentauchen, Ausrüstung, Konfiguration, alles was wir eben als Dive Support anbieten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.